Wir machen heute Butter. Gute Butter. Und dafür brauchen wir eigentlich nur zwei Sachen. Ein Glas mit Deckel und Sahne. Und dann füllen wir die Sahne zur Hälfte in das Glas, machen den Deckel drauf und fangen an zu schütteln. Das Ganze dauert so circa 3 bis 5 Minuten. Muss natürlich wirklich kräftig, kräftig, kräftig. Und dann irgendwann merkt man, da tut sich was. Da ist ein... Es wird immer stückiger. Ja, man schüttelt so lange, bis sich das absetzt halt, ne? Gutes Workout. Und wenn sich dann die Buttermilch von der Butter trennt, dann ist man fertig. Dann ist es Butter. Dann kann man das Glas öffnen und sich die Butter aufs Brot schmieren. Die Konsistenz streichzart. Das schmeckt auf jeden Fall delikat.